So, Servus erstmal. Ich glaube, es wird langsam wieder Zeit für ein kleines Analysevideo. Diesmal nehme ich mal das Match oder das letzte Match Michael Todd gegen Devin Larratt ein bisschen unter die Lupe und mache aus dem Video gleich noch eine Voraussage für das kommende Supermatch von den Zweien. Ich habe nämlich eine ziemlich sichere Meinung von dem, wer gewinnt, und ich will euch kurz erklären, wie ich zu dieser Meinung gekommen bin und warum ich glaube, dass derjenige gewinnt. Ja? Und zwar glaube ich, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass Michael Todd dieses Match gewinnt. Und zwar bin ich mir so sicher, dass ich am Ende von dem Video, also bleibt bis zum Schluss dran, weil ich werde am Ende von dem Video werde ich noch eine kleine Wette abschließen, und zwar mit euch. Und wenn ich die Wette gewinne, dann habe ich mir einiges erspart. Aber wenn ich die Wette verliere, dann habt ihr ein bisschen Spaß. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. So, aber erstmal zu dem Match. Das letzte Match von Devin Larratt gegen Michael Todd hat Michael Todd ja gewonnen. Das Video davon ist auch noch online, das könnt ihr euch gerne angucken. Und der Grund, warum ich glaube, dass Michael Todd dieses Match gewinnt, sieht man auch schon in der ersten Runde von den zwei. Und zwar gucke ich mir kurz mal die erste Runde mit euch an. Also man sieht hier, Devin Larratt ist in der Sonne mit seiner Taktik. Er versucht natürlich, das Ganze herauszuzögern. Ja. Ein Argument von den ganzen Leuten, die denken, dass Devin Larratt das Match gewinnt, ist, dass Devin Larratt unglaubliche Ausdauer hat. Und das hat er auch. Er hat wahrscheinlich von der Ausdauer her wahrscheinlich eine der Top 3, Top 5 Leuten, die ein Match überhaupt so in die Länge ziehen können, ohne dass es ihnen selber schadet. Das Problem ist, Michael Todd hat die Ausdauer auch. Und auf was ich aber eher raus möchte, ist jetzt, achtet mal drauf, wo das Match stoppt. When you first tap, you had it here. One foul, Devin. Cap it. Smart tactic employed by Michael there. The test ball. Look into feel what direction. Close your thumbs. Devin will react autopilot. His body will react. That's what Michael wanted to know. There's the sign. He's taken the rest of luck. Oh, yeah. Tell you what. Achtet mal drauf, wie entspannt Michael Tottert unten sitzt. Ja. Kings Move jetzt hin oder her. Aber und achtet mal drauf, wie Devin Larratt jetzt kämpft. Devin Larratt kämpft hier gerade um sein Leben, um sein Handgelenk nicht komplett zu verlieren. Weil eine Spezialität vom King's Move ist, das Handgelenk vom Gegner aufzumachen. So. Und Devin Larratt, so vielleicht jetzt mal so ein bisschen Armwrestling spezifisch. Devin Larratt macht den Sport jetzt schon so lange, dass sein Körper natürlich auch so ein bisschen Verschleißerscheinungen zeigt. Ja. Und dementsprechend wird er es schwer haben, sich selber in Form zu bringen für das Match, weil einfach sein Körper irgendwann auch nicht mehr so reagiert, wie er jetzt vor 20 Jahren reagiert hat. Bei Michael Todd ist das aber eine andere Sache. Michael Todd hat es gelernt, über die Zeit sich selber besser in Form zu halten, besser in Form zu kommen. Und hat so ein bisschen gemerkt, okay, was kann ich, was kann ich nicht. Ja? Michael Todd hat früher so ein bisschen immer wieder versucht, es seinen Kritikern recht zu machen, teilweise ohne King's Move gedrückt und so. Und hat dann irgendwann gemerkt, okay, pass auf, das bin eigentlich nicht ich. Ja? Deswegen macht es für mich keinen Sinn. Und hat jetzt für diese Matchvorbereitung, und das werdet ihr sehen, hat er sich praktisch nur darauf konzentriert, in was bin ich gut und was muss ich an den Tisch bringen. So, Devin Larratt gewinnt dieses erste Match. Aber guckt mal, was zwischen dem Match passiert, während dem Match, und wie er am Ende gewinnt. Und wer von den Zweien nach dem Match eher wie der Sieger aussieht. It is. Anybody who doubted that Michael Todd was in this match, doubt no longer, because Devin is going to have to work for this one big time. Michael Todd hanging back. Michael can stay there for a long, long time. Yes, he Devin can. needs to gain his hand back. Jetzt nehmen wir mal an, Devin Larratt hätte sich in der Kraft gesteigert.
dann könnte er jetzt aus der Position, könnte er praktisch hier rausziehen, nach oben, ja, könnte versuchen, seinen Arm nach hinten zu kriegen und aber was bringt es ihm gegen den King's Move? Nehmen wir an, er hätte sich in der reinen Muskelkraft gesteigert. Was bringt es ihm gegen den King's Move? Eigentlich nicht so viel. Die Spezialität ist von Michael Todd, seine Gegner dadurch auszulaugen, dass sie ihm einfach in der Richtung nichts anhaben können. Und Devin Larratt merkt es jetzt auch gleich. Ja? Devin Larratt hat damals schon sehr auf Kraft trainiert, um für Michael Todd bereit zu sein, weil es einfach in ihrem ersten Zusammentreffen super funktioniert hat. Aber in den zweiten Matches hat Michael Todd das gemerkt und hat praktisch da dagegen gekontert. So, wenn man jetzt sich das anguckt, Devin Larratt merkt, er kommt oben nicht raus, sein Arm fängt auch schon an aufzugehen, ja, und dann muss er zwangsläufig auf die Presse rein. So, und wer schon mal im King's Move gedrückt hat oder gegen den King's Move gedrückt hat, der weiß, dass durch den King's Move pressen unglaublich schwer ist. Es ist möglich, aber es ist unglaublich schwer und es ist unglaublich, es ist nicht gerade materialschonend. Ja. So, das kann man machen, wenn man die letzten zwei Runden noch irgendwie um die Ecke bringen will. Aber wenn das schon in der ersten Runde anfängt, hat man, glaube ich, ein bisschen Problem. Aber genau das gucken wir uns jetzt mal an. Achtet mal drauf, was ich gesagt habe und achtet mal auch auf die Körpersprache. It's to walk and climb. Nothing wrong with those elbows. There's the climb and the attempted climb. He's going to take small, bite-size moves to try to gain incremental wins. He can't take big sweeps. He can reach anywhere on the table, but he must time the movement. If he opens his hand and leaves it open for any extended period of time, Michael will capitalize and Devin's hand and wrist will collapse. Devin Larratt, super cerebral. But he is having to think hard now, and he's lost his wrist, regains it. That's the benefit he's got with the length of arm. The hand and wrist control. He's feeling the weaknesses, trying to see if he can bust open the arm of Michael Todd. Everybody of the opinion that nobody has the endurance of Devin Larratt. We're about to find out if that's true. There's that hand walk. This is exactly the same as we saw in round one in Manchester. Devin going to try and press through. Wow! Are you kidding me? When you can reach anywhere on the table and you have the bravery to walk through gunfire, you may just dodge the bullets. 1-0 lead. Devin Larratt. Devin Larratt denkt sich jetzt, rein von, also wenn ich in den Schuhen der beiden stecken würde, würde ich mir als Devin Larratt denken, okay, so kann es weitergehen. War ein hartes Stück Arbeit, aber so kann es weitergehen. Michael Todd denkt sich gerade, Junge, da wo das herkommt, ist noch viel, viel mehr. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Michael Todd sich in der ersten Runde gedacht hat, ich guck mal, was er macht. Vielleicht hat er sich ja irgendwas Neues einfallen lassen. Aber Devin Larratt hat jetzt wieder genauso gegen den King's Move gedrückt wie in ihrem ersten Match. Da hat er einfach nur versucht, Michael Todd zu überwandern mit den Fingern und ihm dann praktisch keine Chance mehr zu lassen. Michael Todd hat es jetzt überhaupt nicht zugelassen. Ja, er hat Devin Larratt überhaupt nicht die Chance gegeben, ihn mit den Fingern zu überwandern. Und deswegen war es für Devin Larratt viel, viel schwerer, in die Presse reinzukommen und auch richtig Druck auf die Presse zu kriegen. Ja? Aber gucken wir mal weiter. So, hier müsste es ungefähr losgehen. Impressive fashion. What that's done is he's educated Devin. He knows he has an opportunity to do something that maybe even he thought he could do. Expect more side. There's a big drive. Wow, from Devin. He's got it early. He tried to finish it early. Look for the reversal from Michael if he can make this on arm. If he can make it arm on arm, he'll try and come around and press. And he needs to react now. He can't sit and wait. He's not going to burn out Devin as he thought he might. With the climb. There was the attempt. Oh. Unsuccessful. Michael tried to dive in. And it was going to come. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen,
Bei Michael Todd ist dieser King's Move ja nicht einfach nur eine Willenssache, sondern bei ihm ist es ja tatsächlich so, dass praktisch der Arm so vorgeschädigt ist durch Armwrestling, dass er einfach von Natur aus nicht mehr ganz aufgeht. Ne? So, das heißt, Michael Todd braucht an seinem King's Move gar nichts zu machen. Er muss einfach nur schauen, dass er so fit wie möglich und so gesund wie möglich an den Tisch kommt und den Rest mittrainieren. Also er trainiert viel seine Hand, das sieht man auch, seine Finger, seine Hand, seine Wrist, seine Pronation, das trainiert er alles. Ne? Der Valerat hingegen muss auch noch darauf aufpassen, dass sein Arm nicht komplett aufgeht. Der Valerat drückt zwar auch viel im King's Move, aber er hat lange nicht diesen Bone Lock, den Michael Todd hat. Das heißt, der Valerat muss immer noch sich die Tischmitte sichern, muss immer noch eng bleiben. Und das braucht auf die Dauer hin viel, viel mehr Kraft, wie das, was Michael Todd macht. So, aber gucken wir mal weiter. It's just a matter of time. Now Devin is becoming more comfortable. He's trying to find that gap. Starting to come for a press there, but he's got a little bit outside his shoulder now. This is a little more dangerous for Devin. Digging into that right leg. Big dive on the arm. There was the attempt again. Michael does it. That's the press. That is a win. Ich versuche nochmal zurückzuspulen kurz. Ich glaube, hier ungefähr müsste es gewesen sein. There was the attempt. Oh. Unsuccessful. Michael tried to dive in. And the win was going to come. It's just a matter of time. Now Devin is becoming more comfortable. He's trying to find that gap. Starting to come for a press there, but he's got a little bit outside his shoulder now. This is a little more dangerous. Das, was Devin Larratt hier anfängt, killt euren Bizep. Das könnt ihr machen, wenn ihr euch absolut sicher seid, was ihr macht. Und wenn es das letzte Match ist in eurem Turnier oder in eurem Supermatch, dann könnt ihr das machen. Wenn ihr sagt, okay, ich lege jetzt nochmal alles in die Waagschale. Das Problem ist, wenn ihr das schon in der ersten oder in der zweiten Runde machen müsst, so wie in Devin Larratt jetzt, diese seitliche Bewegung bringt so viel Stress auf die Bizeps-Szene, dass euer Bizep danach wie taub wirkt. Ja? Ihr kriegt da ist richtiges Feuerwerk da drin. Ja? Bei Newcomern wahrscheinlich einfach der Arm brechen. Bei Profis ist das Gewebe und so weiter so stark, dass die mit sowas eher davonkommen. Ja? Aber der Bizep ist danach so gereizt, dass es sehr wenig Gefühl hat. Und ihr werdet das jetzt auch in Zukunft sehen. Devin Larratt wird immer weniger in der Position halten, sondern wird immer früher in die Presse reingehen. Und ab dann ist das Ganze wie ein Kreislauf. Er kriegt die Kraft hier nicht mehr auf dem Bizep, muss in die Presse reingehen und schädigt sich das Nervensystem hier noch mehr. Das heißt, je länger das Match dann dauert und je länger Devin Larratt in der Presse drin ist, desto schlimmer wird es am Ende. Und genau das ist das, was hier jetzt auch passiert. Ich werde jetzt nicht alle Runden nochmal angucken. Aber wir können uns mal die letzte Runde, glaube ich, angucken. Wie verzweifelt Devin Larratt da in der Presse drin hängt. Ja. Und meiner Meinung nach wird es genauso in dem zukünftigen Supermatch passieren. Praying that this does not descend into fouls. We want to see the strongest arm. And away we go! That's a try from Todd. There's the hand and wrist, and Devin will set it now. He's going to try everything he can possibly do to press through that arm. He will go to the back. There's nothing left now. There's no opportunity to come back. He must finish this arm wrestling match. He's committed. He's driven forward. There is nowhere to run. He's pinned in. He's diving around the table. Anything he can do to get more leverage on this match. But Michael Todd has seated himself there and he's climbed. Also ohne beide Athleten jetzt respektlos gegenüber zu sein, aber ab hier ist einfach nur noch Comedy. Ja.
selbst ohne den Kings Move würde Michael Todd das Ganze hier noch locker zu Ende bringen, wenn er sich nicht rausfaulen lässt. Das ist die Gefahr, besteht natürlich immer, dass der eine oder andere ein doofes Foul macht. Ja. Aber wenn Devin Larratt das nicht in den Griff kriegt, in dem zukünftigen Supermatch, was jetzt kommt, wird dieses Match genauso ausgehen und wahrscheinlich eher noch schlimmer. So, das ist meine Vorhersage. So, und ich habe ja gesagt, ich mache für dieses Supermatch eine kleine Vorhersage mit einer Wette und die Wette kommt jetzt. So, und die Wette geht wie folgt. Ich wette, dass Michael Todd das Supermatch 5-0 oder 4-1 gewinnt. Soweit ich weiß, drücken die wieder nach WRL-Regeln, also Best of 5. Ich glaube nicht, dass es dieses Mal so knapp wird wie letztes Mal. Aber wenn ich die Wette verliere, dürft ihr als Zuschauer jemand vorschlagen, gegen den ich dann ein Supermatch machen muss, und zwar mit verbundenen Augen. Okay? Wenn ich das Match verliere, dann habe ich meine gerechte Strafe, und wenn nicht, dann bin ich nochmal gerade so davongekommen. Ich werde da demnächst auch noch eine Umfrage machen bei Instagram, aber in den YouTube-Kommentaren könnt ihr das gerne auch reinschreiben. Auf jeden Fall, das ist mein Wetteinsatz. Wenn ich verliere, drücke ich gegen einen, den ihr aussucht, ein Supermatch, und zwar mit verbundenen Augen. Also, ja, das war's soweit. Ich hoffe, ihr macht alle mit.